Küste mit den Garten. Du bist ja mit den Garten und Fischen dafür immer. Das ist großartig. Sehr, sehr gut unterwegs. Aus der Stadt, richtig? Gehen Sie mal mit. Xaver Griesbacher, ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Gerade jetzt, wo der Dorfpolizist Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas. Wissen Sie? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an den Hetz der Aufregung. Solch eine Untat in unserem schönen Dorf. Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle naslang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich einer sagen. Eine Katastrophe, die in die Dorfchroniken eingeht wird. Was genau passiert, das wollen Sie wissen. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint es fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an Kragen gegangen. Gut, dass die beiden solche tapferen und klugen Burschen sind. Sonst wär's ja gleich aus gewesen mit denen. Ich sag's ja noch, das Böse ist da draußen. Schleicht um die Häuser. Hegt finstere Pläne und terrorisiert die Leute hier im Ort. Was reden Sie denn da? Natürlich haben alle Angst. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Tot, erschlagen. Vom Bösen heimgesucht. Oh mein, was soll ich nur da? Ah, der Herr Bürgermeister. Sie kommen ungelegen. Der Schormeier kommt gleich den Leichnam von seinem Sohn abzuholen. Lassen Sie uns rausgehen, falls wir was zum Besprechen haben. Nein, lassen Sie nicht stören. Wir gehen gleich weiter. Herr Schmidt, Sie sehen ja, was hier los ist. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf freiem Fuß, der Polizist nicht da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Selbstverständlich, Herr Schmidt, selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, dann hat es einen Streit gegeben
bei der Gschwindnerkarte im Wirtshaus. Da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Da ist er mir jedes Mittel recht. An dem Abend hat es mal wieder so eine Diskussion gegeben. Die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätte man ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zum Tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach keine Ruhe nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gehst dann auf Nacht daher. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich. Tun immer so intellektuell und am Ende werden auch doch mit die Fäuste gesprochen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher warm. Das hat schon gelangt dann. Andere sind nur blim, haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen. Und das Geschirr ist groß. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. Gut, ganz gut. Genauso machen wir das. Da wird einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sie machen das schon. Aber bitte trödeln Sie nicht rum. Das muss sofort geklärt werden. Da fragen Sie mich was. Wer soll schon wissen, was dieser Leubel denkt? Ich werde zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie reden mit dem Leubel und hören sich um. Wir müssen diesen Mörder finden. Sie sind der Stoderer. Wie ungünstig, dass gerade jetzt da sind. Bei uns ist zugegebenermaßen die Hölle los. Ein junger Mo lag tot auf der Straße und niemand soll was mit der Sache zum Tor haben. Und dann ist da noch so ein Reiber namens Pascolini in der Gegend gesichtet worden. Gerade gestern sind wieder zwei Burschen angegangen worden. Wer das war, schwer zum sagen. Aber was bringt sie überhaupt zu uns? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Korrekt. Mein Name ist Schweighöfer, Harald. Ich bin als Mediziner für die ganze Gegend da zuständig. So hohe Dichte an Ärzten wie in der Stadt haben wir da nicht. Da muss man sich um ein paar mehr Dörfer kümmern. Von der verfluchten Cholera, die da gerade im Land grassiert, wurde man hier zum Glück bis jetzt verschont. Die Cholera zeigt ja immer wieder ihre hässliche Fratze. Gerade wenn die hohen Herren meinen, wieder Krieg spielen zu müssen. Viele Soldaten auf engem Raum, unfassbare hygienische Zustände, schlechte Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser, üble Verletzung. Da freut sich so ein Cholera.
Aber was rede ich da? Ich will sie auch nicht langweilen. Das gefreut mich. Nicht jeder ist offen für die Wunder von Medizin und Technik. Dabei haben wir heute so viele Möglichkeiten, uns zu bilden. Ja, freilich. Unter den Umständen wäre alles andere fahrlässig. Ich kann und will hier jetzt keine Details ausschmatzen. Aber für mich ist klar, dass es ein äußeres Einwirken gab. Ganz sicher war das kein natürlicher Tod. Der Lenz war ein gestandener junger Mo. Der ist nicht einfach tot umgefallen. Wer sind jetzt Sie? Hat der Griesbach jetzt schon Unterstützung gerufen? Erst ein Lenz totschlagen und sie dann einscheißen. Das sieht dem erzkonservativen Pack ähnlich. Ja, so schaut's aus. Aber Sie schauen wirklich nicht nach tatkräftiger Unterstützung aus. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns von der reaktionären Bagage nicht einschüchtern. Genau, so ist's. Wie sagt LaSalle? Die Geschichte ist ein Kampf mit dem Elend. Und den werden wir jetzt aufnehmen. Ich rate Ihnen eins. Stehen Sie dabei bloß in dem Weg rum. Genau, das so kann bös enden. Also, Obacht, gell? Sehr darauf, Severin. Aber ob uns das gelingt, wird die Zukunft zeigen. Der bin ich. Aber was wollen Sie von mir? Auf wessen Seite stehen Sie? Halten Sie es mit dem mordlüsternen Traditionalistenpack um unseren Bürgermeister? Da schau her. Das hätte ich nicht gedacht, gebe ich zu. Aber das ist gut zum Wissen. Mei, sei es wie es ist. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Und was wollen Sie in Wolpertshofen? Sachlich und aufs Wesentliche konzentriert. Das schätze ich durchaus. Ja, richtig. Sie wurden angekündigt. Mein Name ist Leubel. Corbinian Leubel. Ich bin der Lehrer da im Ort. Das mit Ihrem Bericht könnte gerade allerdings etwas schwierig werden. Sie haben sich einen zu äußerst ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Es wird wirklich das Beste sein. Sie widmen sich dem guten alten Schlossbergbräu von der Kathi, bis die Angelegenheit geregelt ist. Letzte Nacht wurde ein unbescholtener Mitbürger erschlagen. Mitten im Ort. Und unser feiner Herr Bürgermeister glänzt mal wieder durch Unfähigkeit. Hat der sie geschickt? In neutraler Position also. Das kann von Vorteil sein. Der Bürgermeister und diese Hans Wursten, die auf einmal für ein Bürgerwehr spielen. Erzkonservatives Pack. Abgesehen davon, dass der das überhaupt nicht darf. Wenn mich nicht alles täuscht, hat nur das Innenministerium die Befugnis dazu. Eben jenes Innenministerium, das auch Sie geschickt haben soll. Wissen Sie von dieser lachhaften Bürgerwehr? Haben Sie das zum Schluss noch selbst genehmigt? Das
Das freut mich zu hören. Der arme Lenz. Der Lenz Glas. Der Sohn vom Schormeier draußen. Den haben sie tot auf der Straße gefunden. Der Lenz ist... war kein Schwächling. Der hätte sich schon zu wehren gewusst. Den muss wer hinterrücks niedergeschlagen haben. Und alle schweigen. Aber nicht wir. Wie auch schon der Lassalle schon gesagt hat, dies ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Das ist das gewaltigste politische Mittel. Niemand traut sich zu sagen, wer der Mörder ist. Aber nach dem, was an dem Abend passiert ist, braucht mir keiner von diesen Mitläufern irgendwas verzeihen. Nun sind wir zum Handeln gezwungen. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen. Ich glaube, Sie überschätzen sich und Ihre Kompetenzen maßlos, Herr Schmidt. Wir nehmen die Sache besser selbst in die Hand. Sie sind schon ein Vogel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich zähle auf Sie. Finden Sie den Mörder. Wenn ich Sie wäre, würde ich erst mal mit unserem feinen Herrn Bürgermeister reden, bevor der Sie nur einbieselt. Sagen Sie ihm ruhig, dass wir uns nicht verarschen lassen. Ja, Streit hat's gegeben. Handfesten Streit. Mit unserem feinen Herr Bürgermeister und seine Arschneigerücher. Ich habe nur erzählt, welch Ungerechtigkeit überall herrscht. Denn, wie Lassalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat, laut zu sagen, was ist. Aber die sind ja für vernünftige Argumente unempfänglich. Die haben einfach bloß Streik gesucht. Seitdem wir diesen unsäglichen Krieg gegen die Preisen verloren haben, sind alle auf der Suche nach einem Sündenbock. Und das sollen wir jetzt wohl sein. Naja, diejenigen hier im Ort, die mal über den Tellerrand hinausschauen. Alles, was nach Fortschritt riecht, wird in dem Kampf gleich zum Teufel gejagt. Verdammte Hinterwäldler! Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist keiner froh über unsere Niederlage. War vielleicht von Anfang an die falsche Idee, sich auf die Seite von Österreich zu stellen. Aber auf der Seite von den Preisen will man ja wirklich auch nicht stehen. Wir hätten uns einfach ganz raushalten sollen. Aber spätestens, wo die Saupreisen bei Königgrätz gewonnen haben, war doch jedem klar, dass wir nicht auf der Gewinnerseite stehen. War mir ja alles herzlich scheißegal, wenn nicht wieder der kleine Depp seinen Kopf hier halten müssen, bloß weil die da oben Krieg spielen wollen. Seitdem ist die Stimmung im Keller und statt Ruhe geben, muss man jetzt anscheinend einen Streit mit uns suchen. Und den Streit, den kennen die haben, wir geben ganz sicher nicht klein bei. Wer anwesend war? Ja, mei, ich bin mit dem Schweighöfer, also dem Arzt, beim Lenz und mit dem Hans Gürgel beieinander gesessen. Ein oder zwei Tisch weiter war unser Pfarrer Bayerle mit dem Schorsch und mit dem Alois. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten und ein Bier getrunken, wo der Pfarrer mit seiner Litanei angefangen hat. Zuerst der Krieg und jetzt wir. Wir stören den Dorffrieden, hat er gesagt. Wir stiften Unfrieden und setzen den Leuten Flausen in den Kopf. Sowas eben. Da hat der Schweighöfer lediglich angemerkt, dass der Pfarrer vom echten Leben und erst recht vom Krieg gar keine Ahnung hat. Mit dem Geld von der Kirche, da kann man die Leute wirklich helfen.
Aber das will ja, wie es ausschaut, keiner. Nein, der hockt lieber gemütlich in seiner Pfarrei und der Rest ist ihm scheißegal. Der Bayerle hat nicht einmal drauf reagiert. Dafür ist der sich zu gut. Aber der Schorsch ist richtig sauer geworden. Hat sie vor uns aufgebaut und was vom Platzverweis gelallt. Platzverweis, wie lächerlich. Da hat der Schweighöfer auch bloß lachen können. Das hat aber am Schorsch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat ihm am Schlawittchen gepackt und hat ihn rausgezahlt. Der Lenz ist gleich dazwischen. Er und der Schorsch haben sogar ein bisschen Kraft. Der Lenz hat ein paar Mal ganz gut getroffen. Sehr gut sogar. Da hat der Schorsch schnell abgelassen und die ganze Bagage ist abgezogen. Geschieht denen sowas von recht? Ehrlich gesagt, haben wir danach noch richtig eingelittert. Den kleinen Sieg, den wollten wir schon zelebrieren. Gegen halbe Elfe haben wir uns dann vor dem Wirtshaus verabschiedet. Ich bin dann direkt heimgekatscht. Das ist doch völlig klar. Ganz sicher einer von denen. So eine Pleite wollten die sicher nicht auf sich sitzen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Pfarrer selber war. Vielleicht der Alois. Aber ich mein, der Schorsch hat dem Lenz aufgelauert. Der wollte seine Revanche haben. Dann hat er ihm halt irgendwas über den Schädel gezogen. Der Schorsch hat ja kaum mehr laufen können. Wahrscheinlich hat er seine Kraft völlig unterschätzt. Da kann sowas schon passieren. Und jetzt muss er zur Verantwortung gezogen werden. Bloß, wer soll das machen? Der Polizist ist ja mal wieder Stravanzen. Der Bürgermeister ist auch ein Spitzel von der Bagage. Also legen wir doch die Gerechtigkeit in die Hand des Volkes und handeln selbst. Wir sind vorbereitet. Wir werden den Schorsch selber konfrontieren. Und wenn die versuchen, sich uns in den Weg zu stellen, dann werden wir vor Gewalt auch nicht zurückschrecken. Ich hab meine Büchsen nicht um einer Sonnenstimme in Schuss gehalten. Der arme Lenz. Lenz Glas vom Schormeier draußen. Sein Vater gehört der Hof. Wirklich kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Also der Vater. Man wundert sich schon, wie das eigentlich kommt, dass der Lenz so aufgeschlossen war. Bei dem Vater. Früher haben wir nicht voll miteinander zum Tor gehabt, der Lenz und ich. Aber seitdem ich aus München zurück bin, ist es anders. Wir haben uns oft über die Welt und über die Politik unterhalten. Er war immer für eine großdeutsche Lösung. Das habe ich nie verstanden. Aber er war trotzdem ein guter Freund. Und dann liegt er da. Der Schlange auf der Straße. Und jetzt aufgebaut auf dem Hof von seinem unerträglichen Vater. Diese verdammten Reaktionäre! Ja, bei seinem Vater auf dem Schormeierhof. Richtung Westen aus dem Dorf raus und ein ganzes Stück den Waldweg entlang. Da liegt der Hof. Die haben den Lenz am westlichen Dorfrand in einer Pfütze gefunden. Nicht weit weg vom Wirtshaus. Ich glaube, das ganze Blut sieht man immer noch. Ja, da sind sie richtig. Brauchen Sie was? Weil ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Wir müssen uns erst fertig beraten. Sie wissen ja, was da im Ort los ist. Wir müssen uns verteidigen. Also bis hier keine Ruhe eingekehrt ist und wir wieder sicher sind, kann ich leider nichts arbeiten. Kommen Sie dann wieder. Thank you.
Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Skeptisch war er? Da bin ich ausnahmsweise mal seiner Meinung. Aber überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom Schorsch. Das wird den Lehrer beruhigen. Ich lege die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon, so machen wir das. Sie halten mich auf dem Laufenden. Gibt's nur was? Sehr gut, das war gute Arbeit. Ich bin Ihnen was schuldig. Es ist so, ich hab's Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute, traditionsbewusst, unserem König treu und ergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Neubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt, jetzt ist er wieder zurück, mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Red ständig ein Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leute auf, dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sie gleich gar nicht beschweren. Aber der Leubel hat an Hans Gürgel, an Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz zu sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist es schon. Schormeier, also der Vater vom Lenz, sieht das ganz anders. Eher so wie der Herr Pfarrer oder der Alois. Oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Mit dem zum Streien angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebracht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's ja noch. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ich komme ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Bitte reden Sie mit den Leuten, bevor ja noch Schlimmeres passiert. Mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Aber Derry, kümmern wir uns? Du bist ja mit den Gartengeschichten dafür immer. Servus, Valentin. Bin der Schorsch. Da jetzt, das Übliche halt. Ein bisschen was getrunken haben wir, geratscht haben wir, das Übliche halt. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streit gegeben. Das passiert schon mal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Was wusst denn du überhaupt? Machst mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Geprügelt! Ja, so war es gewiss nicht. Wir haben halt was zum Klären gehabt. Das passiert schon mal, das gehört dazu.
Pack schlägt sich, Pack verdreht sich, das sagt man doch ja so. Nein, lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit dem Lädenfragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für einer? Ja, wurscht jetzt. Die Franzosen, die sind jetzt die Gärten im Garten, Wasser, Schüchten, sowas. Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas, das erkläre ich noch schon. Die Kathi redet da nicht so gern drüber. Also über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mo gehört, dem August. Das war keine glückliche Ehe. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Manchmal erzählt die Mama gescheit noch ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen seit der August tot ist. Gschwendtner. Der August hat Brauner geheißen. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute Mengs, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber, und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nummer war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten und dann auch noch in einer Wirtschaft, das ist ja schwierig, nur so einen Laden selber führen, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Das war selbstverständlich keine Option. Da brauchst du schon einen Mann dazu. Eine Frau kann das nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofen gekommen und hab mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen. Und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin führe ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wohl Co. Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Kathi hat Unterstützung und Co. die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist es ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sag's das der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel ab. Au, wie zwick, da komm ich nur in Teufelsküche. Ich geh lieber weiter, Orban, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Hast Lust, der Partie mit mir zu würfeln? Wie hoch soll denn der Einsatz sein? Alles klar, bis zum... Sie fix. Was meinst? Doppelt oder nix? Ja, das gibt's ja nicht. Magst noch einmal verdoppeln? Ist recht, du Duselbruder, du Elendiger. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Einfach Richtung Osten durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's einer auf der Karte angereizelt. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe. Aber das hat er nicht verdient. So ein junger Mo, das ganze Leben noch vor sich. Liegt der da in der Pfütze? Das kann man gar nicht glauben. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas. Aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nimmer am Hof. Die hat den Alois geheiratet und heißt jetzt Pfüstner. Eine unangenehme Person. Wobei, sie haben es auch nicht leicht gehabt, alle miteinander. Da ist erst letzte Mutter gestorben. Tuberkulose. Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht viel gesoffen, aber. Und es hat auch öfter mal einen Streik gegeben am Hof mit den Kindern, glaube ich. Da ist der Schormeier dann einmal recht böse geworden und seither ist wieder Ruhe. Mei, die Ursel hat dann eh geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden.
obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Weiß auch nicht, aber ich glaube, der Tod von der Mutter hat es dann schon auch wieder zusammengebracht, die zwei. Der arme Mo, das ist schon echt herzlos. Frau und Sohn innerhalb von einem Jahr. Ja, und das mit der Zenzi war ja auch erst letztendlich. Mei, wer soll jetzt dem einen Hof weiterführen? Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois, gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Daten Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgingen zum Hof, bitte? Vergelt's Gott, Herr Stauderer. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Ach so, ja, Sie kennen ja die Leute da noch gar nicht. Auf der anderen Seite, wer kennt's schon, gell? Herr Schmidt, wer kennt's schon? Ja, Fralli, also das war ein Sonntag, da kommen eh immer viele Leute. Nach der Kirche und so wissen schon. Aber streien deren zum Glück bloß wenig. Aber meistens sind es die zwei Gruppen, wenn man so sagen möchte. Das glaube ich muss ich. Also zuerst muss ich einmal mal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Gell? Nicht, dass Sie da was falsch meinen, Herr Stauderer. Aber überall gibt es ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich andere Leute, die genau das nicht wollen. Die wollen, dass sich was rührt. Meistens sind das ja vor allem die jungen Leute. An dem Sonntag sind die Buben auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Gürgel. Ah, der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vor einem roten Corbinian, der junge Leubel. Lehrer wie sein Vater. Sonst haben sie aber nichts gemeint, die zwei. Verstehen sie nicht so wahnsinnig gut. Und die diskutieren dann recht gern ihren spinnenden Schmarrn von Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Ich misch mich da nicht ein. Andere Leute sagen schon ab und zu was zu ihnen. Meistens die Alten. Also der Herr Pfarrer Bayerle natürlich, der Alois und der Schormeier und selbstverständlich der Herr Bürgermeister. Der Schorsch war diesmal ja mit dabei. Weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Ich glaube, der hat das schon gar nicht mehr gemerkt. Eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Aber die Rupps sind gerade ein Familienbesuch, glaube ich. Dabei hätte man jetzt gerade einmal brauchen können, den Herrn Dorfpolizisten. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Recht aufgespielt haben sie sich, wenn sie verstehen. Wahrscheinlich zwei Schnaps. Aber das darf man ja nicht sagen zu den Herren. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. Auf jeden Fall sagt der Herr Pfarrer Bayerle irgendwann zum Schweighöfer, zum Doktor, er darf die Dorfgemeinschaft zerstören. Und der ist dann recht böse geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Maul halten. Der Pfarrer darf sich nämlich das Kirchengeld in die eigene Taschen einschirmen, während die anderen Leute alle Hunger leiden müssen und als Krippel vom Krieg heimkommen. Und dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht, er darf ihn aus dem Wirtshaus schmeißen. Als ob er da was zum Sagen hätte. Und dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war das sein Fehler. Er hat am Schorsch gedroht, er hat ihm schon gezeigt, wie das mit dem Rausfliegen geht, wenn er jetzt nicht gleich statt ist. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch eine mitgegeben und nur bevor er was hätte tun können, war eigentlich schon wieder in Ruhe. Typischer Fall von männlicher Selbstüberschätzung, würde ich sagen. Und dann sind sie heim, die Alten. Also, der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Der hat noch was gemurmelt von Gott sei seiner Seele gnädig oder so. Da wird's vielleicht so neinig gewesen sein. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher heim. Ich glaube, das war sogar dem zu viel, wie sie die aufgeführt haben. Aber zahlt hat er wieder nicht. Anschreiben lassen, immer anschreiben lassen, der feine Herr Bürgermeister. Die Buben haben schon noch ein bisschen da geblieben. Auch der Schorsch. Die haben sich dann schon wieder vertragen, hab ich zumindest gemeint. Die sind dann so der Reiner auch alle irgendwann heim. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Ach, der Corbinian. Der ist Lehrer wie sein Vater, aber sonst ganz anders so als Mensch. Der Vater ist schon laut. Und der Corbinian hat noch zwei kleinere Brüder. Der Vater hat sich schon gescheit geschlagen, würde ich glauben. Aber das meiste hat schon der Corbinian abgerückt. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann ein bisschen wild werden, gell? Ich hab schon öfter gehört, dass er ganz gern spielt, der Corbinian. Also um Geld. Und leider nicht so erfolgreich. Ja, und dass er ganz gerne mal sauft, ist eh bekannt. Und mit den Weibern hat er es auch.
finden da der Schuhabel eine, aber heiraten mag er es offensichtlich noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in die Stadt geschickt zum Studieren. Der Vater wollte, dass der Corbinian auch ein Lehrer wird. Aber ich glaube, inzwischen findet er seine Idee gar nicht mehr so gut, der alte Leubel. Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sie denen angeschlossen. Und seitdem läuft er überall umeinander und zitiert den ganzen Tag diesen La Salle, oder wie der heißt. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Auf jeden Fall klingt das nicht immer alles so richtig, wie er es sagt. Er hat ein paar Zettel mit Sprüchen von diesem La Salle im Ort aufgehängt. Die meisten hat aber die Bürgerwehr schon wieder angerissen. Aber ein paar kann es schon noch finden. Ist ja auch wurscht. Ich meine, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? Er bringt ein bisschen einen frischen Wind ein. Das mag natürlich nicht jeder. Weil gerade die alten Herren sind doch nicht ganz so empfänglich für die Ideen vom Leubel. Der rumpelt's halt dann schon einmal. Die lassen sie ihm nicht einfach so einen Mund verbieten. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Der König.